Das heutige Video wird euch gesponsert von Ineba.com, dem Online-Marktplatz für die neuesten Games, wo ihr weniger als 70% vom Normalwert am Wochenende zahlen müsst. Wenn ihr ein Spiel haben wollt oder eine PSN-Karte, nutzt den Code Chappy und bekommt das Ganze für einen super, super Preis bei der ersten Neuanmeldung. Da ist der Kampfhubschrauber. Und wir spielen hier Against All Odds. Das heißt im Prinzip... Oh mein Gott! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein. Komm, komm, komm. Hallo Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben ja gestern das neue Update bekommen. Ich habe gedacht, nachdem jede MP so ein bisschen Buff bekommen hat, spielen wir doch einfach mal Shotguns. Wir machen eine kleine neue Serie, zusätzlich zu den Serien, die wir sowieso am Laufen haben. Und die heißt Troll Ops 4. Das habe ich in Black Ops 3 damals gemacht und es hat unglaublich Spaß gemacht. Und das werden wir auch, wenn wir dann wieder streamen, zusammen mit der Community öfter machen. Die Klassen, die ihr sehen werdet, es ist einmal diese hier, die MK2-Variante der SG-12 mit der maximalen Ladung, dem erweiterten Magazin und dem wunderbaren der Taschenlampe, Stroboskop. Taschenlampe ist besser. Wir dazu nehmen wir Comsec-Gerät, das Ziel ist nämlich das Kampfflugzeug zu bekommen, Kugelweste, Gang-Ho und Totenstille, so dass wir im Sprint schießen können. Das hier, weil wir Crash spielen, damit wir mit dem Comsec-Gerät das Ganze etwas schneller bekommen. Und Totenstille, damit man uns nicht hört, wenn wir nah dran gehen. Denn wir wollen mit diesen Waffen nah rangehen. Die zweite Waffe, die ihr sehen werdet, ist die Mach 12. Natürlich in der Dark Matter, macht die Waffe besser, ihr wisst das. Auch hier, das Comsec-Gerät, Gang-Ho und Totenstille. Hier nehmen wir nicht den Operator-Mod, das Drachenödem, das bringt nämlich nicht so viel. Stattdessen nehmen wir lieber Laufverengung und langer Lauf, das ist im Prinzip langer Lauf Stufe 1 und 2. Dazu Schnellfeuer und schnelles Magazin. Das Ziel auch hiermit ganz, ganz klar, wir wollen dieses Ding hier erreichen. Und ob wir das mit den beiden Waffen schaffen und warum wir nach diesen Runden der beste Spieler aller Zeiten sind, das seht ihr jetzt. Versprechen tue ich nichts mit den Klassen, aber man kann sein Bestes geben. Wir nehmen auf jeden Fall den Crash, wir wollen unsere Streaks schnell erreichen oder überhaupt irgendwie erreichen. Das Kampfflugzeug so bekommen ist nicht die größte Herausforderung, das Kampfflugzeug mit einer Schrotflinte bekommen, definitiv. Die Lobby sieht aber schon mal ganz gut aus. Ich glaube, ich kann damit arbeiten. Müssen wir mal gucken. Das Problem ist auch, diese Waffe ist nicht jedes Mal One-Shot. Und was wir definitiv brauchen werden, ist bei den ganzen Gegnern, die wir haben, er ist absolut taub. Er checkt absolut gar nichts. Und irgendwas hat er zu uns gesagt. Was wir definitiv brauchen, ist die ganzen Marken. Denn mit den Marken machen wir uns das Leben etwas einfacher. Danke. Und wieder weg. Die Marken bei Abschluss bestätigt geben euch mittlerweile 100 Punkte. Vorher war das so, dass man dafür, ich glaube, nur... Oh mein Gott, da kommt Gegner. Na. Ich hab's geahnt. Erstmal Muni geben. Vorher gab es nur 50 Punkte für die Marken. Das haben sie mittlerweile geändert, wo ich... sehr, sehr froh drüber bin. Na komm. Ah, der... Das ist richtig 31er-Style. Ich habe nie verstanden, was 31er genau ist, aber mittlerweile weiß ich, es ist irgendwas, wenn jemand etwas eklig macht. Und hier spawnen sie gleich, ja. Deswegen weg hier. Wir holen uns die Gegner, die hier sind. Das hier sind die Ziele. Er hat eine Körperrüstung. What the fuck? Okay, er ist tot, alles in Ordnung. Hier oben ist einer. Ich weiß, dass er mich will. Jetzt müssen wir mal nachladen. Er ist eklig. Er ist richtig eklig. Er spielt eine Shotgun mit einer KN dazu. Und ich glaube, er hat überhaupt kein schlechtes Gewissen dabei. Den haben wir fast gehabt. Ich möchte seine Marke haben. Und wenn wir hier die Kills immer und die Leute anhitten und dann die Marken klauen. Du bist weg, du bist mein Kill. Damit ist der Kampfhubschrauber da. So, kurz nachladen. 200 Punkte, bis wir das Kampfflugzeug haben. Das ist der erste. Und das ist der zweite. Und das ist der dritte. Ich glaube, wir sind die besten Spieler der Welt. Oder ich bin der beste Spieler der Welt. Oder ihr die besten Zuschauer. Eins von beiden. Und jetzt werden wir uns hier in die Ecke setzen und werden das Kampfflugzeug rufen. Das haben wir uns nämlich fair und ehrlich jetzt gerade erarbeitet mit der allerschrecklichsten Klasse,
die es auf dieser Welt gibt. Und irgendwie bin ich gerade da hinten, habe ich das Gefühl, getötet worden. Oder auch nicht. Nee, bin ich doch nicht. Und wir machen hier richtig Kills mit dem Kampfflugzeug, denn das ist wirklich eine coole Streak. Ich spiele selten darauf. Aus dem einfachen Grund, was genau ist denn hier los? Ich spiele selten darauf. Das Problem bei dem Ganzen ist nämlich, dass es wirklich sehr, sehr teuer ist. Und bis ihr das Kampfflugzeug habt, habt ihr in der Regel auch das Einsatzteam und seid schon wieder auf dem Weg zur neuen Streak. Und ich habe mich da perfekt positioniert eigentlich. Denn normalerweise dürfte da keiner spawnen, solange ich da hinten in der Ecke sitze. Ich glaube, die sind auch alle in der Mitte. Ist vielleicht auch nicht die beste Map für das Ganze hier. Ich kriege richtig was ab hier mit dem Flugzeug. Aber wir werden gleich den... Oh, da habe ich doch einen gesehen. Da habe ich doch einen gesehen. Okay, ich würde sagen, das haben wir geschafft. Gucken, was hier passiert. Wir sind nicht gestorben bei dem Ganzen. Das ist schon mal gut so. Wir stehen 27 zu 3. Das ist auch sehr gut. Wieder einer weniger. Jetzt haben die eine Fernlenkladung. Die stört mich natürlich. Ich höre sie sogar. Wir haben aber Kugelweste. Oh, okay, mit dem lege ich mich nicht an. Was wir jetzt machen werden, wir gehen auch nicht rechts rum, sondern links unten und rotieren einmal rum. Und versuchen hinter die Gegner zu kommen. Dich habe ich gesehen. Dich habe ich gesehen. Free Kills nehme ich immer. Das ist das nächste Kampfflugzeug. Ihr seht, wie einfach das ist. Du bist weg. Nein. Nein, von allen Seiten. Fuck. Ich wäre jetzt auf den Nuke gegangen. Macht aber nichts. Wir haben ja ein neues Kampfflugzeug. Und wo zur Hölle ist der denn da hinten? Aha. So, und ihr seht, es ist wirklich sehr, sehr einfach, seine Streaks aneinander zu reihen, wenn ihr das Comsec-Gerät dabei habt. Und das geht sogar mit einer Klasse, wie wir sie hier spielen. Und wieso kriege ich den nicht? Ja, vielen Dank auch. Gucken wir, dass wir noch ein bisschen... Tipp übrigens fürs Kampfflugzeug, wenn ihr drinnen sitzt, schießen mit R1 schnell auf Dreieck, dann wechselt ihr die Waffe und könnt mit der nächsten Waffe weiterspielen. Ansonsten habt ihr nämlich immer das Problem, dass ihr warten müsst, bis die eine Waffe fertig ist. Und entweder spielen die alle kaltblütig oder sind alle aus dem Spiel gegangen, was ich... Oh, das tut weh. Was ich denen absolut nicht verübeln könnte, denn ich spiele absolut eklig. Aber ihr seht, selbst mit der schlechtesten Klasse der Welt, wenn ihr es clever anstellt, habt ihr die Möglichkeit, hohe Streaks zu erreichen. Und vor allen Dingen die Leute zu trollen. Wir sind noch am Leben. Oh mein Gott. Der Kampfhalt hat mich absolut gerettet. Nur damit ich eine Sekunde später sterbe. Im Spawn. Schade eigentlich. Aber wir haben noch die Chance. Wie viele Kills haben wir jetzt? Wir haben 40 Kills. Eine 8er KD. Ziel des Ganzen ist definitiv, wir machen das zu einer 10er. Das ist der erste. Das ist der zweite. Das ist der dritte. Gib mir ein 4-Mann-Feed. Und das ist der vierte. War jetzt vielleicht kein 4-Mann-Feed, weil die vier zu weit auseinander waren. Aber ein Zornabschuss war es trotzdem. Ihr seht, während ihr damit schießt, könnt ihr springen. Oh, da habe ich Glück gehabt. Oh nein. Okay, da geht einer. Den holen wir uns. Der ist tot. Da kommt gleich einer. Bis vor einer Sekunde war er noch hier. Okay. Du hast selber Schuld. Da ist der Kampfhubschrauber. Schaffen wir noch ein Kampfflugzeug, ist die Frage. Jetzt dürfen wir nur keine Marken mehr nehmen, weil wenn die gleich weg sind, ist die Runde vorbei. Das ist der erste. Wenn ich sie nehme, reicht es eh noch nicht. Die hier nehme ich noch. Komm her. Okay, hier ist das Kampfflugzeug. Und wir rufen es einfach nochmal, denn wir haben es, das heißt, wir können damit auch spielen. Das ist das dritte Kampfflugzeug in dieser Runde, Leute. Astrein erspielt mit nichts anderem als der Schrotflinte, Crash und dem Comsec-Gerät. Finde ich sehr, sehr fair, das Ganze. Vor allen Dingen, weil sie gesagt haben, dass das dieses Jahr ein COD wird, wo die Schrotflinten sehr, sehr schwach sind. 56,5, Ziel ist für die Runde erreicht, ist eine 10er KD am Ende geworden. 10, ich weiß nicht wie viel, könnt ihr gerne ausrechnen. Und wir haben noch die Killcam, das heißt, okay, der war geschenkt, ich gebe es zu. Ich würde auf jeden Fall sagen, eine erfolgreiche erste Runde.
gucken wir, ob wir mit der schwächeren Shotgun, nämlich der SG-12, das Ganze auch noch hinbekommen. Und es ist, glaube ich, sogar TDM, was es wiederum schwieriger macht. Wir haben nämlich nicht die Möglichkeit, Marken einzusammeln. Soll uns aber nicht davon abhalten hier... Oh, das hält uns definitiv davon ab, hier irgendwas zu machen. Aber vielen Dank fürs Anfassen. Hat mir zumindest die Möglichkeit gegeben, dass ich mich kurz heilen kann. Sehr schön. Jetzt kann ich mich heilen. Okay. Ich weiß, dass da welche sind. Da ist der Kampfhubschrauber. Und wir spielen hier against all odds. Das heißt im Prinzip... Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Komm, komm, komm. Yes, wir haben's. Auf die ekligste Art und Weise. Aber wir haben unseren Arsch gerettet, Leute. In allerletzter Sekunde. Also ehrenvoll gerettet. Jetzt nehmen wir den Spawn hier ein. Und holen das Kampfflugzeug raus. Aus dem einfachen Grund, weil wir uns das gerade redlichst verdient haben. Wenn ihr es gesehen habt, was ich gemacht habe, ich war kurz davor zu sterben. Ich hatte mein Crash-Paket. Ich wusste also, ich kann mich auf 200 Leben heilen. Ich hätte es höchstwahrscheinlich, weil ich auch nachladen musste, nicht zeitgleich geschafft, nachzuladen, mich zu heilen und einen Gegner zu töten. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, hinter das Auto zu gehen, um mir die 200 Leben zu geben, weil mir genau 100 Punkte fehlten, um das Kampfflugzeug zu erreichen. Und genau das habe ich dann am Ende auch getan. Ich glaube, das war in der Sekunde die richtige Entscheidung. Und unser Kampfflugzeug wird hier absolut ehrenlos vom Himmel geholt. Absolut ehrenlos. Ich finde, wer sowas erspielt auf so geniale Art und Weise, hat es definitiv verdient, das Ding auch länger als ein paar Sekunden zu behalten. Aber wir machen hier ganz gut Kills. Ich bin also nicht unzufrieden, um ehrlich zu sein. Oh mein Gott. Ich glaube, die Leute hassen mich auf den Tod und noch mehr. So, das war eine sehr, sehr gute Art und Weise, das Ding zu erspielen. Er guckt immer noch, wo das Kampfflugzeug ist. Er hat noch nicht ganz mitbekommen, dass es nicht mehr da ist. Vielleicht realisiert das ja aber früher oder später noch, dass es nochmal kommt. Und jetzt versuchen wir noch. Wir sind 75 vor irgendeiner Streak. Okay, ist nur vor der Drohne. Das ist natürlich ein Problem. Ich hätte gerne eine andere Streak. Über uns ist einer. Den haben wir. Rechts vor uns ist einer. Den holen wir uns auf gnadenlos. Links unten kommt, den können wir nicht challengen mit der Waffe. Das heißt, wir gehen rechts lang. Rechts ist der kürzere Weg. Rechts ist besser für uns. Er greift unseren Teammate an. Er ist One-Hit. Wenn mein Teammate ihn tötet, kriegen wir den Kill. Wir sind beide geflasht, was absolut ein Problem ist. Ich hole mir den Kill trotzdem. Nachladen. Heilen brauchen wir uns nicht. Da unten ist einer. Für 70. Nein, wir waren 70 vom Kampfheli. Scheiße, das war knapp. 38 zu 3 und der nächste bei uns hat 11 zu 3. Also ihr seht, wie das Team-Balancing auch in diesem Spiel mittlerweile funktioniert. Nämlich im Prinzip gar nicht. Und es ist jetzt kein Witz, Leute. Wenn ich TDM spiele und nicht mindestens 50 Kills mache, verliere ich jedes zweite Spiel. Was in Ordnung ist. Weil ich 50 Kills pro TDM-Runde im Prinzip locker schaffe. Aber es macht einfach keinen Spaß, dass man von den Spieleentwicklern immer dafür benachteiligt wird, dass man gut in dem Spiel ist. Ich bin der Auffassung, egal ob man gut oder schlecht ist, es sollte immer darauf geachtet werden, dass die Teams ungefähr gleichmäßig verteilt sind. Sprich, ja, die Reichweite reicht nicht ganz. Aber es sieht auch eklig aus mit dieser Lampe im Gesicht von einem, also echt eklig. Das ist ein Grund, warum viele Leute tatsächlich mit COD aufgehört haben und mit Fortnite angefangen haben. Die haben nämlich jetzt den Vorteil, wenn sie Fortnite spielen, dann spielen sie Solo. Und den Leuten ist dann egal, was mit den Gegnern ist, denn sie sind nur dafür verantwortlich, was sie selber machen. Und hier bei COD ist es leider seit vielen Jahren so, umso besser man ist, umso mehr gehandicapt wird man automatisch. Und das ist wirklich ärgerlich und nervig, weil das der falsche Weg ist und das sollte so nicht funktionieren. Man sollte nicht dafür bestraft werden, gut zu sein,
Man soll natürlich auch nicht extra belohnt werden, indem man richtig gute Teammates bekommt. Das macht ja auf Dauer auch keinen Spaß. Du hast... Oh, hab ich ein Glück. Hab ich ein Glück, dass der Reiniger in diesem Spiel scheiße ist. Aber das ist wie gesagt ein Grund, warum viele Leute mit COD vor langer Zeit aufgehört haben. Sie werden immer wieder dafür bestraft, dass sie selbst gut sind und kriegen Teammates, die nicht nur weniger gut sind, sondern wirklich sehr, sehr schlecht sind. Ich will das Kampfflugzeug noch einmal haben, aber ich fürchte, es ist zu spät. Wir sind 85 vor dem Flugzeug und wir brauchen nur einen Kill. Ah, den hätte ich gebraucht, den hätte ich nochmal rufen können. Okay, wir können es voll machen. Wir rufen es einfach nochmal für die letzten, ich glaube, 3 Kills oder so. Man kann sich das ja mal gönnen. Ich sehe das Problem nicht dahinter. Schöner Feed noch am Ende. 59 zu 5, Leute, in TDM mit der schlechtesten Schrotflinte, die es jemals in einem COD gegeben hat. Die Krawall habe ich da jetzt nicht mit beeinflusst, weil es eine DLC-Waffe ist und nicht jeder die Waffe spielen kann. Ich glaube, die Gegner hassen mich in beiden Lobbys. Der eine hat auch irgendwas in einer Sprache zu mir gesagt, die ich nicht spreche. Wahrscheinlich war es nichts Nettes, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. 60 Kills in TDM mit der Waffe oder 59 geht auf jeden Fall klar. Vielen Dank an die Teammates, die nicht geholfen haben im Prinzip. Wir haben trotzdem gewonnen. Lasst ein Like da fürs Video. Ich hatte Spaß. Viel Spaß bei der ganzen. Schreibt mir in die Kommentare, was für Klassen ihr vielleicht noch gerne sehen wollt. Das auf jeden Fall mal, ich sag mal, so eine kleine Zwischenreihe. Ich kann das auch mit dem Knife machen, wenn ihr wollt, oder mit dem Geldsack, mit allem Möglichen. Lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da. Würde mich über ein Abo freuen, ist kostenfrei. Ich bin raus. Haut rein!